Wir von Kämpfe Pro sind für euch da und wir sind vor allem für eure Unabhängigkeit da. Vor allen Dingen eure elektronische Unabhängigkeit oder elektrische Unabhängigkeit. Wir zeigen euch heute den Goal Zero 500 Wattstunden Yeti. Bedeutet, damit seid ihr absolut autark auf jedem Campingtrip. Es ist eine vollwertige Wohnraumbatterie mit integriertem Wechselrichter, mit sämtlichen USB-Ausgängen und einem handlichen Tragegriff. Wir zeigen es euch. Wir fangen an mit dem Unboxing. Ganz einfach hier oben diese Lasche rausziehen, aufklappen und da steht es wieder. Power anything, anywhere. Ausklappen und dann sehen wir hier schon, ich versuche das mal zu kippen, die Bedienungsanleitung nehmen wir einfach weg und dann haben wir hier die beiden Kabelboxen. Ich glaube, es ist einfach, wenn man erst das Styropor rausnimmt, die Kabelboxen nach innen durchdrückt. So, dann kann man das weglegen. Ich lege das mal hier, wo lege ich es hin? Hier lege ich es hin. Und dann haben wir hier die beiden Kabelboxen. Die weiße könnt ihr eigentlich direkt weglegen, weil wir brauchen die gelbe. Da sind nämlich die deutschen Stecker drin. Und da ist das Aufladekabel für die Steckdose, also 230 Volt enthalten. Und in der Schachtel mit dem weißen Punkt ist die gleiche Variante für Amerikanisch und Englisch enthalten. Und dementsprechend für uns irrelevant. Aber hier ist sie. Yeti 500. Die gute Batterie. Nehmen wir das ganze Ding einfach mal raus. Ziemlich großer Brummer. Da hinten haben wir jetzt nur noch Styropor drin. Ich bin mal so frei und stelle das hier zu unserem guten Freund. Neben den Wackeldackel. So. Praktischer Tragegriff. Habe ich schon erwähnt. Zack, bumm. Da steht da der Yeti. Hier steht das gute Teil. Gar nicht so bärtig, wie man sich einen Yeti vorstellt, sondern eher kantig und frisch rasiert. Hier der praktische Tragegriff, den braucht der Yeti auch, denn mit 5,9 Kilo ist das Ding gar nicht so leicht, also knappe 6 Kilo, aber so eine 500 Wattstunden Lithium-Batterie, die hat natürlich auch ihr Gewicht. Aber handliches Format, kann man also immer noch mal irgendwo mit hinnehmen, ist jetzt, ich sag mal, nicht viel größer als so eine Familien-Tupperbox-Variante, die man mit auf dem Tagesflug ausnehmen mag. Also kriegt man auf jeden Fall noch mal irgendwo im Auto unter. Aber wir sind natürlich hier, um die Details zu besprechen, denn diese Batterie soll euch ja Unabhängigkeit schenken. Und wenn ihr jetzt Vanlifer seid und ihr denkt drüber nach, euch eine zweite Wohnraumbatterie mit Solar und sowas alles fix ins Auto zu bauen, dann habt ihr folgendes Problem. Ihr müsst eine Solaranlage aufs Dach bauen, dann müsst ihr das Kabel verlegen und dann müsst ihr das Ganze mit einer Batterie anschließen. Dafür braucht ihr einen Laderichter, ihr braucht Sicherungen und dann müsst ihr euch noch einen Konverter holen, also einen Wechselrichter. Diese Batterie hat das alles inklusive, alles in einem. Ihr könnt nämlich mit dem Nomad, dem Solarpanel-Ladekabel von Goal Zero, dieses Ding auch aufladen. Und natürlich über Strom, standardmäßig. Aber ihr seid auf jeden Fall unabhängiger und müsst nichts fix einbauen. Kommen wir zum Gerät. Hier unten haben wir wieder farblich gekennzeichnet in Blau den Eingang zum Aufladen. Das heißt, mit diesem Netzteil kann man das Ding einfach hier über die 220 Volt Steckdose problemlos aufladen. Dann haben wir hier den 12 Volt Zigarettenanzünder-Ausgang. Einfach aktivieren über den jeweiligen Knopf, der sich da drüber befindet. Sofort geht das Display an. Wir zeigen das einmal hier in der kleinen Kamera. Da sieht man das ganz gut. Display ist an. Und ganz praktisch, wenn man campt und man möchte über Nacht etwas aufladen, einfach über den Light-Button das Display wieder deaktivieren und schon hat man kein Problem, dass das Ding einen irgendwie nachts stört, wegen dem kein Licht. Hier haben wir noch, wie bekannt beim Sherpa 50, einen direkten Laptop-Ausgang. Über diverse Adapter kann man dann eben seinen Laptop direkt über diesen Ausgang laden und spart sich den Wechselrichter, weil wenn ich von 12 Volt auf 220 wechsle und dann von 220 wieder auf 12 Volt oder was der Rechner dann braucht, geht eine Menge verloren und dementsprechend hält der Akku dann nicht so lange. Idealerweise sollte man seinen Laptop direkt über den jeweiligen Ausgang laden. Wer ein neues MacBook hat, USB-C-Ausgang, das ist der Eingang, hier unten 60 Watt Ausgang, bedeutet auch das neue MacBook kann problemlos über den direkten USB-C-Ausgang geladen werden und dementsprechend spart ihr euch auch wieder den Wechselrichter. Das heißt, das Gerät hält einfach länger. So, wir machen weiter.
Hier unten haben wir, wie gesagt, die 60 Watt USB-C Ausbuchse, dann Ausgangsbuchse, dann haben wir zwei normale USB-Ausgänge und noch einen 18 Watt USB-Ausgang für kleinere Geräte, die ihr über USB-C laden wollt. Und auch wieder aktivierbar über diesen Button einfach. Ihr könnt die alle jeweils dazu schalten, je nachdem, wie viel ihr gerade braucht. Hier eben die 220 Volt Steckdose, 230 Volt Steckdose. Und die kann man auch einfach dazu schalten, dann anstecken. Dann könnt ihr eben einen Laptop über das Netzteil oder aber auch mal ein Glätteisen oder was auch immer. Hier drunter steht es bis zu 300 Watt Ausgang. Bedeutet, alles, was bis dahin Strom zieht, könnt ihr damit betreiben. So, wenn das Glätteisen dann wieder ausgesteckt ist und wir uns schön gemacht haben für den Tag, dann können wir uns einmal einen genaueren Blick auf das Display werfen. Denn hier haben wir unterschiedliche Einheiten, die Units, die kann ich hier einfach wechseln. Dann kann ich von Watt zu Volt und was mich eben interessiert, wechseln. Hier sehe ich tatsächlich den Ladezustand auch hier in dieser Batterie abgebildet. Und wenn mich das Ganze eben nervt, kann ich das auch einfach wieder ausmachen. Hier haben wir noch einen Info-Button, der zeigt im Prinzip den Prozentanzeiger an, wie voll der Yeti 500 gerade ist. Der Yeti 500X kostet bei Camfor Pro bei uns im Shop 799 Euro. Aber wie vorhin angesprochen, im Vanlife braucht man natürlich auch einen 12 Volt Aufladeregler. Also nicht dieses Netzteil für die Steckdose, sondern für den 12 Volt Zigarettenanzünder im Auto und natürlich auch noch eine Solarauflademöglichkeit. Das Ganze ist in einem Bundle verfügbar, im Moment für sage und schreibe 949 Euro. Und damit seid ihr für den nächsten Trip absolut abgesichert. Das heißt, wenn ihr einen kleinen Caddy oder einen T6 oder einen anderen Kastenwagen habt und ihr habt keinen Bock, euch Solar wirklich fix ins Auto zu bauen, genauso wie eine Wohnraumbatterie, Kabel zu verlegen, vielleicht irgendwas rauszureißen oder dann noch Angst zu haben, dass euch das Auto mal abbrennt, weil eine Sicherung gefehlt hat. Mit diesem Gerät seid ihr auf der sicheren Seite. Ein mobiles Solargerät, das ihr auch immer nach der Sonne ideal ausrichten könnt und ein 12 Volt Zigarettenanzünder mit dabei. Das war der Yeti 500X. Ich hoffe, ihr habt damit viele gute Abenteuer. Ich bedanke mich fürs Zugucken und bis bald. Achtung! Zu dem Produkt gibt es Gummibohnen, meinen persönlichen Kaffee, gratis obendrauf. Von mir für euch zu diesem Produkt gibt es eine Portion Gummibohnen. Schmeckt am besten in der Bialetti, also wenn ihr mit dem Van oder mit dem Camper unterwegs seid. Beste Bialetti-Kaffee. Viel Spaß!